Hallo Leute, auch für euch natürlich darf dieser Duft nicht fehlen, und zwar von Narciso Rodriguez Four Her, die Eau de Toilette-Version, Leute. Leute, das ist ein Biest, das ist ein kleiner Biest, der hat eine Mega-Haltbarkeit. Ich habe den heute Morgen um 6 Uhr aufgetragen, ja, und der war um 14 Uhr immer noch definitiv, ja, Vibes davon zu erschnüffeln, ja, also dieser Duft. Wirklich, den macht keiner was vor. Sehr beliebter Entschuldigung, nicht Nischenduft, sehr beliebter Mainstream-Duft vom Narciso Rodriguez Forher. Okay, ich habe hier ein 10 ml-Sample bekommen, ist auch schon zur Hälfte fast, weil ich diesen Duft so sehr liebe. Ich trage den wirklich, wann immer es geht, trage ich ihn immer wieder einen Sprüher auf und schnuppere dran. Ich liebe den sehr blumiger, pudriger Duft, wie das mir sehr gefällt, pudrig. Parfümeur hier, der dahinter steckt, macht eine Weltklasse-Arbeit. Meisterparfümeur, Coq de Jean ist das, okay. Also definitiv hat er hier ein Meisterwerk kreiert. Und das ist ein Ausgehduft, okay, definitiv ein Abendduft. Würde ich nicht tagsüber tragen, weil der erschlägt sonst definitiv im Büro eure Kollegen. Schaut, dass ihr ihn zum Fortgehen benutzt, da passt er definitiv besser auf einer Lady. Ich benutze ihn auch, für mich ist es ein Unisex-Duft, da habe ich auch schon andere Düfte schon geschnüffelt, die als Unisex durchgegangen sind, die aber deutlich weiblicher waren. Also der kann definitiv auch als Unisex-Duft durchgehen. Ich benutze ihn, ich mag es sehr. Der hat auch nur 4 Noten, das müsst ihr euch vorstellen. Der ist in der Basis ganz unten, da werdet ihr dann das Minimal-Amber und Patchouli rausschnüffeln, okay? Aber ansonsten hier ist der Moschus und der Osmanthus im Vordergrund am meisten. Definitiv schön blumig, okay, dann den Osmanthus, schön pudrig, dann den Moschus, okay, und das Amber und Patchouli, die spielen ein bisschen im Abseits hier, aber der Duft ist Weltklasse. Testet ihn definitiv, schaut im Internet, ob ihr in der Community, ob ihr einen kleinen Refill bekommt. Da habt ihr auf jeden Fall dann die Möglichkeit, ihn zu erschnüffeln. Denn wenn ihr ihn kaufen wollt, müsst ihr definitiv über 80 Euro investieren für 100 Milli. Das ist ein beliebter, bekannter Mainstreamer von Narciso Rodriguez vorher. Schaut ihr, testet ihr. Auf jeden Fall sage ich schon mal, das war's für heute, Leute. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben. Ciao, Belli, bis nächstes Mal.